Nummer 1. Stellt euch mal beide vor und überlegt uns. Ich bin Benjamin Beckmann. Ach, wirklich? Nein, ich bin Sascha Meise. So. Ich bin Sascha fucking Meise. Und du? Dann bin ich wohl Benjamin Beckmann. Was für welches Team spielt ihr denn? Fafnir. Nein, wir spielen für Lorelei. Ja. Ja. Benni, beschreib mal den Rentneralltag von Sascha Meise nach der WTC. Den Rentneralltag? Ja. Der unmittelbar nach der WTC einsetzt, muss man dazu sagen. Genau. Jugendfrei oder nicht jugendfrei? FSK 18. Okay. FSK 18 ist quasi fuck egal, ne? Ja. Sascha wird jetzt nach dem WTC gewonnen haben, ordentlich. Na gut. Naja, gut. Shaken, sag's mal. Kacken gehen. Ja, keine Ahnung. Nein, also Sascha zieht dann in ein Land unbegrenzter Möglichkeiten. Ja. Und wird einen Job annehmen, der unbegrenzte Geld für Rentenmittel bringt. Und da würde dann Malifaux spielen. Das wäre ein Rentenjob für mich. Malifaux spielen, das könnte ich schaffen. Ja. Das ist ein Rentenjob. Sascha, wie viele Turniere wird der Benny in den USA gewinnen? Boah. Meinst du? Ja, er wohnt halt ein bisschen in der Pampa, ne? Ich weiß nicht, zu wie vielen Turnieren er im Jahr hinfahren kann, ne? In der Pampa, in einem 300.000... Ja, okay, und was ist rings um Cincinnati ist halt irgendwie nichts mehr. Ich weiß nicht, ich sag, wie lange bist du da? 2 Jahre? 6 Stück. 2 Jahre mindestens. Bis ich sag jetzt 6 Stück, was soll ich sagen? Mir fehlen die Informationen, um das genau sagen zu können. Mir auch. Er findet mal gemeinsam einen Feed, ja. 10 Sekunden Zeit. Alter, wir wollen Control-Feed. Okay. Such dir 5 Sachen raus, die er nicht machen darf, go. Kein Charge und kein Rennen, kein Spellcasten und kein Blazen. Ich bin dafür kein Advancen, nicht Zaubern. Richtig schön Scheißreife über meinen Gegner. Der kommt kein Rennen, kein Charge, kein Special Attack. Da fehlt ja noch -2 auf alle Stats, damit es gezielt wird. Stimmt. Moment, jetzt sind wir schon bei Danny. Ja, eben. Was für ein Scheiß. Wenn ihr einem anderen Spiel, oder wenn, nee, wenn ihr einander, dem jeweils anderen, einen wichtigen Spielskill geben könntet, welcher wäre das? Ich würde gerne besser Caster killen. Der Benny ist ein guter Caster Killer. Ich würde gerne Bennys Caster Kill Skills klauen. Aber welchen Skill würdest du Benny geben, den er nicht hat? Ich würde gerne dem Benny völlig Immunität gegen Würfelpech geben. Finde ich gut. Ja, ja, ich finde das schon einfach wie die Eier geben, mal einen Caster Kill durchzuziehen. Ich habe schon noch Kennt ihr die Spelllist von Sturm und Drang? Okay, nein. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Dann, wenn der Benny einfach hier. Okay, du kannst gerne anfangen, aber ich sagte nein. Okay. Vielleicht kriegst du es mit Max 2 durcheinander, aber der die Seite, die zaubern tut, die hat Deceleration, die hat Telekinese, die hat, glaube ich, Psycho Surgery, aber ich bin nicht sicher. Stimmt, der Benny, der Dominik? Nee. Fuck. Der hat Nuke, die ist, glaube ich, Obliterate. Der hat noch einen Spell. Ich bin einfach ein Noob, ich habe keine Ahnung. Muss halt okay, der auf der anderen Seite hat, glaube ich, Killing Grounds. Und... Ah, ich weiß es auch nicht gut. Ja, ich dachte, wir könnten es schaffen. Vision fehlt, glaube ich. Vision habe ich nicht gesagt. Okay, Vision hat der auf der anderen Seite, der Zauberer. Ich bin einfach ein Kack-Noob. In welchem Warcraft-Land würdet ihr gerne bauen? Deutschland war gut. Ich glaube, es geht um in allen Teams. Deutschland ist doch gut. Bei den Franzosen, Lingen oder so? Ja. Nein? Nee, finde ich eigentlich ganz cool. Welchen Buff brauchen die Stormlances, um wieder kompetitiv zu sein? Die Stormlances, um kompetitiv zu sein? Ich enthalte mich hier. Das ist ein netter Versuch, mich zu tilten, aber wird nicht passieren. Ich finde die Stormlances ganz okay. Ich finde halt gut, wenn der Stormblade Captain wieder Lens Charge geben will. Das wäre nicht so gut für die Stormblazer. Das wäre wirklich das wär gut. Das wäre vor allem gut für die Stormblazer. Ja, Relays schaffen gut. Das ist relativ, wer die WTC gewinnt. Du zuerst. Ja. Was ich erst nicht vertragen kann, weil sie so ein Australier vielleicht wieder. Ich sag Poland Hussars. Kann schon mal. Kann schon mal.
Welche Faction würde die Merkel spielen? Wer würde? Welche Faction würde die Merkel spielen? Die Merkel würde das nicht. Man of. Langsam Grimes. Ja, abwarten. No sagen. Auf jeden Fall, der ganz langsam und ganz bedächtig ist. Man of. Du hast Abschluss nochmal. Wenn ihr beide Charaktere in War Machine wärt, erfindet mal zum jeweils anderen die Speed, Matt, Rad, Defense und Armor. Und okay. Eventuell besonders Skills. Alles klar. Der Benny ist ein normaler Mensch mit Speed 6. Der Benny hat Tischtennis gespielt und schießt Bogen. Deswegen hat der Benny mehr Rad wie Matt. Ich sag, der hat Matt 5, Rad 7. Und du schießt Bogen, ne? In der Freizeit. Ja, alles klar. Der Benny hat normale Stats, keine Ahnung. 14, 16, was weiß ich. Für einen Caster. Der Benny ist ein Caster natürlich. Ach so. Und der Benny hat Command 10. Ja. Ja. 10. Ich glaube, der Sascha ist halt nicht so der schnelle Typ, der wahrscheinlich so Speed 4 oder 5, aber dafür ganz locker. Ich würde sagen, Sascha hört sowas wie Imperial Flash, so was so kommt, läuft so ein bisschen ab. Sascha wäre aber auch vielleicht ein bisschen instable, weil er nicht so konsistent manchmal ist. What? Oder hier Sturm und Drang regeln, das ist ganz gut. Sturm und Drang so switchen. Fängst du mich gerade mit Nils? Aber random switchen oder was? Ja, du switchst doch mal schon random. Ist doch so. Manchmal ist es total so, ich habe keinen Bock mehr, also ich habe voll Bock auf alles. Okay. Okay, ja, danke schön. Ja. Habt ihr noch einen großen Abschluss? Es war schön, letztes WC hier zu spielen. War gut.